Herzlich willkommen bei meinem Single-Coaching. Kostenlose Online-Partnersuche. Bringt das was oder bringt das nichts? Das ist eine gute Frage. Es ist ein Thema, was viele beschäftigt. Denn die Frage ist, gebe ich Geld aus, gebe ich kein Geld aus? Bringt mir das was, bringt mir das nichts? Und das ist einfach ja, so eine Frage, die viele beschäftigt. Für mich ist hier im Prinzip entscheidend, an welchem Punkt du stehst und was du möchtest. Ja, also wenn du jetzt gerade anfängst, dich mit dem Thema Partnersuche auseinanderzusetzen, dann kannst du natürlich kostenfrei erstmal ausprobieren. Du kannst gucken, wie weit du kommst. Du kannst gucken, wer ist da so unterwegs. Du kannst dich ein bisschen ausprobieren, im Profil erstellen, im Nachrichten hin und her schicken. Aber jetzt kommt das große Aber. Die Frage ist einfach, wie das mit der Verbindlichkeit auf den kostenfreien Plattformen ist. Denn auf den kostenfreien Plattformen sind eben viele unterwegs, die sich vielleicht nicht ganz sicher sind oder es mal ausprobieren wollen oder kein Geld dafür ausgeben wollen oder einfach nur mal am Testen sind. Und das heißt, du musst richtig, richtig viel sortieren und filtern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwelche blöden Zuschriften bekommst oder irgendwelche dummen Kommentare, ist bei den kostenfreien Plattformen viel, viel, viel höher als bei den kostenpflichtigen. Das heißt, das Thema Verbindlichkeit ist tatsächlich was anderes, ob eine Plattform kostenfrei oder kostenpflichtig ist. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du die Partnersuche wirklich strategisch angehen möchtest und wenn du an dem Punkt bist, dass du eine verbindliche Partnerschaft möchtest, dann würde ich wahrscheinlich eher eine kostenpflichtige Plattform nehmen, weil du da einfach eine höhere Verbindlichkeit hast. Jemand, der eine verbindliche Partnerschaft sucht, ist eher dazu bereit, Geld dafür zu bezahlen, in diesem Prozess auch wirklich jemanden zu finden, ja, dem ist es das wert. Von daher bin ich tatsächlich bei der ernsthaften Partnersuche für kostenpflichtige Plattformen. Und du musst da auch deutlich weniger filtern und sortieren. Du hast nicht diese komischen Namen, die dir da durch die Gegend fliegen. Ja, es ist einfach strukturierter, es ist sauberer, es ist cleaner. Oft hast du einfach auch einen Check mit dabei. Das heißt, du hast eine höhere Sicherheit, dass die Person, die angemeldet ist, auch wirklich die Person ist. Das ist für viele auch tatsächlich ein Faktor. Von daher ist es einfach was anderes, eine kostenpflichtige als eine kostenfreie Plattform. So, und jetzt ist nämlich auch das, wo unsere Ausrichtung mit ins Spiel kommt. Denn bei uns geht es ja darum, dass du einen Partner findest, der wirklich zu dir passt. Und wir arbeiten ja mit diesem 7-Schritte-Prozess, mit Vorbereitung, mit Kompass ausrichten, wer passt zu mir und dann die strategische Partnersuche, also strategisch anzugehen, da auch gerne online, offline kombiniert, dass die Gelegenheiten da sind. Und wenn du nämlich erstmal an dem Punkt bist, dass du für dich eine Klarheit hast, dass du die Muster aus dem Weg geräumt hast und dass es wirklich jetzt heißt, ganz gezielt Gelegenheiten zu schaffen, dann wirst du mit kostenpflichtigen Plattformen einfach besser fahren, weil du effektiver sein kannst. Du kannst effektiver Gelegenheiten schaffen und du wirst wahrscheinlich auch verbindlichere Antworten bekommen, sodass es eher zu Treffen kommt. Das heißt, wenn du an diesem Punkt der Partnersuche angekommen bist, dass du wirklich dass es jetzt gezielt um die Gelegenheiten geht, wenn wir uns diesen 7-Schritte-Prozess angucken, dann sind die Gelegenheiten erst bei Schritt 5. Ja, da kommt alles Mögliche davor. Wenn du das gemacht hast, dann heißt es wirklich gezielt. Und dann geht es um Effektivität und Strategie und dann sind wir tatsächlich bei kostenpflichtig angekommen. Guck dir gerne diese unterschiedlichen Schritte einmal an, dann bekommst du ein Gefühl dafür, wo du stehst, ja, was für dich ansteht bei der Partnersuche, was bei dir gerade vielleicht noch Hinderungsmechanismen sind, wo es dir noch ein bisschen schwer fällt. Guck dir auch die Videos zu dem Thema Muster an. Ja, vielleicht ist da gerade irgendwas, was dich davon abhält, was es für dich auch leichter macht einzuordnen, wo du gerade bist und dann auch zu gucken, kostenfrei, kostenpflichtig, womit möchtest du anfangen, was möchtest du machen. Und wenn du aber an einem Punkt bist, wo du es wirklich wissen willst, in Norddeutschland sagen wir Butter bei die Fische, ja, wenn es heißt, so, ich möchte jetzt einfach einen Partner finden und nicht ewig warten, dann melde dich gern, lass uns gucken, was eine Strategie für dich sein kann. Guck dir die Werkzeuge auf der Seite an, damit du für dich wirklich gezielt die Partnersuche angehst. Und
dass dann auch zeitnah was dabei rumkommt und dass du dann möglichst bald in der Partnerschaft leben kannst, die du dir wünschst, nach der du dich sehnst und dass du dann ja, glücklich wirst und deine Vision von Partnerschaft leben kannst. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg. Melde dich, wenn irgendetwas ist. Daumen nach oben, wenn was Interessantes dabei war. Das hilft tatsächlich. Und abonniere den Kanal, es sind viele spannende Videos. Guck dir auch die Videos rechts und links an. Guck dir die Playlists an, da ist es ein bisschen sortierter. Und guck auf unsere Seite, da findest du viele kostenfreie Angebote, die Checkliste mit den 7 schlimmsten Fehlern bei der Partnersuche und wie du die vermeidest. Da ist wirklich eine ganze Menge, die du machen kannst, um dir den Prozess der Partnersuche zu erleichtern und um ihn zu beschleunigen. So, alles Gute. Tschüss!